Herr Schulz, was denn mit Ihnen passiert? Immer noch Ärger wegen dieser Datenschutzgeschichte? Ja, viel schlimmer. Was? Ich habe eine fette Klage am Hals. Was denn? Da rufe ich gleich unser Rechtsanwaltteam an. Die müssen sofort ihr Datenschutzkonzept durchchecken. Die haben auch unsere Lücken sehr schnell gefunden. Hey Ivanov, hallo! Ja! Ja, jetzt ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. Da muss man sich dann fragen, was ist falsch gemacht worden? Und in diesem Fall wäre es sicher entscheidend zu untersuchen, ob die gängigen Sicherheitsmaßnahmen angewendet worden sind. Es gibt letztlich drei Bereiche, ganz grob vereinfacht gesagt, in denen man sich schützen muss. Das ist zunächst mal der E-Mail-Bereich. Da geht es dann um Spam und Viren, die nicht durchkommen sollen. Dann zweitens der Bereich, im Web zu browsen. Dann gibt es noch den dritten Bereich, und das ist das eigene interne Netzwerk, dass man natürlich schützen muss vor Zugriffen von draußen, Stichwort Firewall und Hacker. Es ist sicherlich wichtig, dass man im Bereich der Internetsicherheit gut betreut wird. Man kann nicht alles selber machen, dafür ist das viel zu komplex. Man kann natürlich auch bestimmte Themen sehr gut beim Echo abfragen. Da treffen wir uns regelmäßig und tauschen uns untereinander und auch mit externen Experten über Fragen der Internetsicherheit aus. Und der Echo-Verband leistet insgesamt, gerade im Bereich der Sicherheit, eine deutliche Erhöhung des Bewusstseins, und die ist ganz wichtig, das sehen wir auch immer in unseren Befragungen, dass der Bewusstseinsstand da sein muss. Ansonsten macht man eben nichts für Sicherheit. Check us out at Echo if you're an international member. You can also be a part of all this craziness.